Hallo und herzlich willkommen zur CA Gartenbauschule. Im heutigen Video werde ich Ihnen zeigen, wie das Feature VSB Pflanzenverwendung funktioniert. Die VSB Pflanzenverwendung ist ein sehr ausgereifter Filter, den man auf das VSB-Lager anwendet. Sehr hilfreich, wenn man nicht so viele Pflanzen beim Namen kennt oder einfach nach Pflanzen sucht mit bestimmten Eigenschaften. Denn dieser Filter filtert nach Eigenschaften von Pflanzen, wie zum Beispiel die Größe oder die Breite einer Pflanze. Ich werde Ihnen dieses Feature anhand eines Beispiels erklären. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Der erste Schritt, wie immer, das CA Gartenbau zu starten mit einem linken Doppelklick. So, hier sehen Sie die Startansicht des CA Gartenbaus. Oben rechts im Bild die verfügbaren Lager. Wir operieren heute mit dem VSB-Lager. Der linken Maustaste auf das VSB-Lager klicken. Und nun befinden wir uns im VSB-Lager. Der linken Maustaste in das VSB-Lager klicken. Und dann öffnen wir mit der F9-Taste den VSB-Pflanzenverwendungsfilter. Ich mache das jetzt gleich F9 und das ist die VSB-Pflanzenverwendung. Hier sehen Sie schon auf den ersten Blick, dass es sehr viele Optionen gibt, den Filter zu setzen. Ich mache da jetzt mal ein kleines Beispiel. Wir haben hier Blütezeit. Ich lasse mir jetzt die VSB-Liste anzeigen mit Pflanzen, die nur im Januar Blütezeit haben. Wenn ich den Filter ausführen lassen will, dann mache ich das mit einem Klick auf dieses Schaltfeld hier. Pflanzen anzeigen und Sie werden sehen, dass diese Liste hier hinten deutlich verkleinert wird. Ich mache das jetzt links Mausklick und jetzt sehen Sie nur noch Pflanzen, die im Januar ihre Blütezeit haben. So, jetzt vielleicht noch mit dem Beispiel, das ich vorbereitet habe, ein wenig ausführlicher. Wir nehmen eine Kundenanfrage als Beispiel. Unser Kunde will seinen Garten neu gestalten lassen. Er hat auch schon genau im Kopf, wie es zukünftig ausschauen wird in seinem Gärtchen. Er mag es, wenn die Blüten verschiedenfarbig sind. Dies kann man hier einstellen. Ich wähle jetzt einfach mal ein paar Grundfarben aus. Das macht man hier mit einem Linksklick auf dieses Pfeilchen nach unten und dann einfach mit einem weiteren Mausklick auf die Farbe der linken Maustaste kann man dann immer mehr auswählen. Falls Sie jetzt eine falsche Farbe jetzt ausgewählt haben, können Sie den Filter zurücksetzen, wenn Sie hier in dieses Feld mit der rechten Maustaste klicken. Dann ist es zurückgesetzt. Also ich mache da jetzt einfach mal ein paar Farben. Hier sehen Sie, können Sie mit gedrückter Maustaste können Sie das nach unten ziehen und nach oben ziehen. Da sehen Sie, haben Sie sehr viele Farben zur Auswahl. Ich wähle jetzt noch grün und gibt es da noch lila
Orange, Rot und Violett. So. Dann die Blattfarbe. Da wählen wir auch das farbiges Blau, Gelb und Grün ist vielleicht ein bisschen zu vielfältig. Machen wir Blau, Gelb, Rot. Und dann schauen wir, was der Kunde noch so für Wünsche hat. Da er im Sommer viel auf Reisen ist, hätte er gerne, dass die Blütezeit der neuen Pflanzen im Frühling ist. Also, hier sehen Sie Blütezeit im Frühling, beginnt im März bis im Juni. 4 Monate Frühling. Dann hat er noch einen letzten Wunsch. Die Pflanzen sollten maximal 1 Meter hoch und 1 Meter breit sein. Dies kann man hier bestimmen. Maximal 1 Meter groß, also das heißt 0 bis 1 Meter. Und die Breite wird so 0 bis 1 Meter. Genau. So. Und jetzt, wie vorhin, um den Filter ausführen zu lassen, einfach auf die Schaltfläche Pflanzen anzeigen mit der linken Maustaste klicken. Sie werden sehen, dass die Liste hier deutlich kleiner wird, weil wir jetzt auch einen ausgereifteren Filter haben. Achtung! So. Jetzt werden nur noch Pflanzen angezeigt. Es sind jetzt 4 verschiedene Pflanzen noch, die auch wirklich diesen Kriterien entsprechen. Ja. Und so funktioniert die VSB Pflanzenverwendung. Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen. Bis zum nächsten Video. Ich freue mich drauf. Auf Wiedersehen.